Lass uns doch mal gucken, warum diese Fernsehsendung eigentlich so geil ist oder was beim Bachelor falsch läuft und so weiter. Deine Kollegen oder deine Mitarbeiter, sind die denn sauer, weil die Sendung nach dir benannt wird? Würdest du lieber im TV erfolgreich sein oder lieber im Internet erfolgreich sein? Auf diese Frage möchte ich mit etwas Philosophischem antworten. Mhm. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem unglaublich tollen und ganz besonderen Tag. Heute ist auch der letzte Tag des Jahres, der 31.12.2017. Wir sind alle froh, das Jahr ist in ein paar Stunden vorbei. Mhm, zum und zum Jahresende haben wir, glaube ich, den schönsten, prominentesten und ich bin mir sicher intelligentesten Gast, den wir jemals hatten. Philipp Xaver Wallulis. Danke. Wenn du nicht Philipp nennst, oder nicht Wallulis nennst, oder nicht Xaver nennst. Ach, was du magst. Xaver. Ja, du bist sehr erfolgreich auf YouTube. Erstmal zu deiner YouTube-Karriere, den Kanal Wallulis betreibst du. Sehr erfolgreich, über 160.000 Abonnenten. Was machst du auf deinem Kanal? Ja, wir sind ein Team an Menschen, die schon relativ lange mit den Medien etwas zu tun haben und wissen, wie es sozusagen funktioniert, wie es dahinter aussieht. Und wir haben gesagt, okay, jetzt wenden wir unser Wissen mal an auf Sachen, die bei YouTube passieren und versuchen da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Also zu erklären, wie Let's Player eigentlich Geld verdienen, was da für Firmenkonstruktionen am Werk sind. Oder bei Instagram, wie Leute Fotos faken, da kann man ja auch einiges herausfinden. Oder wem denn eigentlich welche Domains gehört, welche bescheuerten Verschwörungstheorien es gibt und wie wir Geld verdienen. Wir unser Kanal intelligent ist. Ja, und erfolgreich. Ja. Du bist ja ein alter Fernsehhase. Wie findest du denn YouTube? Hast du schon als Fernsehmoderator damals YouTube gesuchtet oder bist du jetzt komplett neu in das Game gekommen? Also bei mir ging es sozusagen parallel eigentlich los. Ich habe nach dem Studium eben Sachen fürs Fernsehen gemacht und habe dann YouTube passiv konsumiert. Also ich habe nicht selber etwas dazu beigetragen, habe mich dann eben aufs Fernsehen konzentriert, weil ich dann festgestellt habe, da konnte ich halt mehr machen. Und die Sachen, die ich machen wollte, waren ein bisschen aufwendiger und das Fernsehen hat mir die Dinger finanziert. Bei YouTube hätte ich die Sachen selber finanzieren müssen und damals gab es da eben noch keine großen Einnahmequellen. Genau. Somit habe ich dann relativ lange viel Fernsehen gemacht und habe immer wieder YouTube verfolgt und habe dann immer gedacht, okay, jetzt ist natürlich auch ein schöner Moment, es mal bei YouTube zu probieren. Du lädst zweimal die Woche was hoch. Erklär doch mal den Zuschauern und auch uns, wie läuft denn so eine Folge ab? Wer schneidet, wer schreibt, wer dreht? Ihr seid ja ein Team. Wir recherchieren die Sachen gemeinsam im Team, wir überlegen uns halt die Themen und denken so, ah, diese Verschwörungstheorie ist irgendwie dämlich oder lass uns doch mal gucken, warum diese Fernsehsendung eigentlich so geil ist oder was beim Bachelor falsch läuft und so weiter. Dann brainstormen wir das, dann gibt es einen, der das wirklich recherchiert. Weil das ist vielleicht so ein bisschen ein Unterschied zu anderen YouTube-Formaten. Bei uns denken die Leute wirklich drüber nach. Also versuchen halt die Hintergründe rauszufinden und das irgendwie aufzuschreiben. Mhm. Und dann ja, sprechen wir drüber, überlegen uns ein paar Witze und zeichnen es auf und schneiden es dann selber und machen auch die Grafik und so. Deine Kollegen oder deine Mitarbeiter. Genau. Sind die denn sauer, weil die Sendung nach dir benannt wird? Ich hatte das kurz mal angeregt, das konnten wir aber schnell wieder abstellen, die Diskussion, weil die anderen echt so Scheißnamen haben, die sich halt, also Klose. Ja. Müller. Ja. Damit kannst du dich nicht unterscheiden. Und dann haben wir gesagt, okay, Wallulis ist halt. Wo kommt der Name denn überhaupt her? Ich dachte, es wäre ein. Der kommt Synonym für irgendwas. Synonym, das ist aus Litauen, oder? Und dann ist nach Amerika gewandert der Name. Und dann irgendwie ist er in Deutschland angekommen. Oder? Das hast du mal so erklärt. Ja, es ist ursprünglich ein litauischer Name. Also manchmal kommt nochmal Schweizer, aber in Litauen habe ich jetzt auch festgestellt, die heißen viele mit IS am Schluss. Das ist ja der Oberhammer. Sehr geil. Erstmal Applaus für diesen Nachnamen, oder? Ja, super Leistung von mir, danke. Du hast ja im Gegensatz zu uns schon total viele Auszeichnungen bekommen. Unter anderem die Auszeichnung Kultur- und Kreativpilot Deutschland 2015 der Bundesregierung. Das heißt, du wurdest für deine Kreativität ausgezeichnet. Was war es für ein Gefühl und wer hat dir den Preis übergeben? Der Preis wurde mir von der Bundesbildungsministerin, deren Namen ich vergessen habe, übergeben. Schaman. Die Bundesregierung hat sich halt gedacht, okay, Deutschland ist ja auch ein kreatives Land. Also man denkt immer nur so, das sind irgendwie Autobauer. Gut, Autobauer waren letztes Jahr auch sehr kreativ. Da gab es auch kreative Lösungen. Aber irgendwie muss man auch mal sichtbar machen, dass es auch Leute gibt, die sich irgendwie in der Kunst, im Design, in der Grafik etwas überlegen und eben auch im geschriebenen Wort. Und da kann jeder eigentlich bei diesem Preis mitmachen und dann. Ihr könnt euch auch bewerben. Ich bin sicher, dass ihr ihn kriegt. Ihr müsst nur das gescheit verkaufen. Wir haben keine richtig gute Beziehung zu Preisen. Du warst ja früher im Fernsehen. Du hattest ja die Sendung, die hieß, glaube ich, auch schon Wallulis damals. Wallulis sieht fern. Damals hieß sie Wallulis sieht fern, genau, weil es ja im Fernsehen und die war im
auch im Öffentlich-Rechtlichen, oder? Aber auf 1 Plus war das? Die hat eine ganz lustige Entwicklung gehabt. Die war eigentlich, die erste Staffel war bei Tele5. Haben dann eben eine fernsehkritische Parodiesendung übers Fernsehen gemacht, die bei Tele5 um 0.15 Uhr in der Nacht ausgestrahlt wurde und so Tittenwerbung unterbrochen wurde. Und dann mit der zweiten Staffel sind wir dann zu 1 Plus, dem Digitalkanal von ARD und ZDF gegangen. Würdest du lieber im TV erfolgreich sein oder lieber im Internet erfolgreich sein? Auf diese Frage möchte ich mit etwas Philosophischem antworten. Mhm. Es gibt zum Glücklichsein, im Mediengeschäft habe ich festgestellt, gibt es 3 Balken. Okay. Der eine Balken ist Kokain. Anzahl der, ist Kokain, andere ist Heroin und der dritte ist... nein, also das eine ist einfach die Zuschauer, die Reichweite, die man hat. Die andere Möglichkeit ist das Geld, das man bekommt. Und der dritte ist die Freiheiten, die man hat. Und du wirst es nie schaffen, alle Balken auf 100% zu bekommen. Es gibt nämlich nur einen Menschen, der es geschafft hat, das ist Stefan Raab. Mhm. Der hatte das Geld, was er wollte, der hatte die Zuschauer und er konnte trotzdem machen, was er will. Und man muss halt immer gucken, wo ist jetzt in diesem Moment gerade der gute Ort, um das zu machen, was man gerne machen möchte. Bei Funk ist der Geldbalken oben, ne? Ja, 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 ganz ehrlich, also weil vorher war bei YouTube halt, für das, was wir machen, das extrem aufwendig ist und teuer ist und da hast du dann tust du irgendeine Werbung vorschalten, da war der Geldbalken ganz unten. Da habe ich gesagt, okay, geht nicht. Aber jetzt ist der Geldbalken ein bisschen hochgekommen und dann habe ich gesagt, aha. Aber ihr macht ja auch dafür, um das mal jetzt mir hier auch mal zu relativieren, ja auch wertvollen Content und der muss ja auch bezahlt werden. Die Leute, die dahinter stehen, müssen ja auch leider bezahlt werden. Also du bist ja quasi schon mal viral gegangen mit einer Rap-Kombo, mit einer Münchner Rap-Kombo. Oh ja. Das ist auch, kannst du ja ganz, vielleicht ganz kurz mal anreißen, was da genau, war. Genau, das war irgendwie vor einiger Zeit als Agro Berlin total ja, durch die Decke gegangen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal eine Parodie drauf machen. Überlegen wir mal, wenn wir das nach München versetzen. Mhm. Also eben die Agro Berliner, die über ihre Probleme rappen und wie krass sie drauf sind, wenn das Münchner machen würden, wenn das Münchner Kids machen würden und am besten aus Grünwald, also der reichste Vorort von München. Und das waren dann eben halt so die richtigen Schnösel und die haben dann eben mit den so Textzeilen, hey, kleiner Mann, deine Armut kotzt mich an, hast du keinen Vater, keine Mutter, die was kann. und Songs wie Kaviar für Somalia, dein Gärtner klaut, sowas. Gleich noch, live auf der Bühne. ist der Spruch, deine Armut kotzt mich an, von euch dann gewesen oder gab es mir vorher schon? Es gab, glaube ich, die deine Dummheit, eure Dummheit kotzt uns an. Es war, ist eine Adaption eines Spruches, den es offenbar in den 70er Jahren mal gab. Aber ihr habt die Armut, das heißt, genau, ihr seid ging so unterschwellig. Wir haben es dann auf Armut übertragen, gedacht, weil das so unglaublich arschig Millionen ist. Millionen Opel Corsas fahren jetzt mit so einem Aufkleber an der Hecke, wie sagt man so schön, am Heckflügel, damit durch die Gegend. Was sind denn deine Pläne für 2018? Hast du dir schon was gesteckt? Glück und Gesundheit. Okay. Das solltet auch ihr euch hinter die Ohren schreiben. Natürlich. Gesundheit, man weiß nie, wann es vorbei ist. Das ist wohl wahr. Aber jetzt für YouTube irgendwie so ein Milestone oder eine 500.000 Abonnenten, wie wir zum Beispiel, oder 1 Million? Genau. Schauen wir mal, wie der Bayer sagt. Wir machen jetzt erstmal weiter. Also wir haben jetzt etwas, so finde ich, gefunden, einen guten Ansatz, wie wir an die Themen herangehen können, wie man das interessant machen kann, dass es lustig ist, dass man was lernt und dass es halt aber in dieser kurzen Sache auch okay ist. Mhm. Ich hoffe sehr, dass 2018 bei YouTube ordentlich Stoff bietet und große Unterhaltung, dumme Äußerungen. Es gibt einige Leute, die ich da schon auf der Liste habe. Wir können auch dafür sorgen. Dumme Äußerungen können wir gut, oder? Ja. Es war uns eine Riesenehre, dass du hier Platz genommen hast. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Weil, wie geil das war. Weil, lass dich doch den Mann doch einfach mal aussprechen. Ich wollte gerade ein Kompliment aussprechen. Okay, du hast gerade eine Klappe. Ich versuche mich zu reißen. Als wir nämlich die YouTube-Videos analysiert haben, euer Format mir aufgefallen ist, gerade habe, aha, das so ist ja scheiße nicht. Oh. Nein, das war tatsächlich irgendwas, was herausgestochen ist. Also. Ja, da können wir natürlich sagen, das stimmt. Besucht den Valulis oder wie sich selbst gerne nennt, Valilus, auf seinem Kanal. Link in der Infobox. Wir wünschen euch natürlich jetzt erstmal ein wunderschönes Silvesterfest. Rutscht gut rein. Den Böller schön lang in der Hand halten. Ist gar nicht schlimm, dass euch nichts erzählt. Dann seid ihr am coolsten. Wir freuen uns auf ein ganz tolles Jahr. Ihr wart großartig in diesem Jahr. Deswegen werden auch gerade alle Mitarbeiter eingeblendet. Ihr wart auch großartig in diesem Jahr natürlich. Philipp, Lukas, wie heißt du nochmal? Miguel, Felix. Ihr wart grandios. Benni, du warst auch toll in diesem Jahr. Ja. In diesem Sinne, ein ganz tollen Tag noch. Auf Worldwide Wiedersehen und warte, am kommenden Dienstag gibt's die WWW Music Awards, die besten Musikhits aus dem Jahr 2017. Da gucken wir noch mal ganz kurz zurück, Tubo. Ansonsten gucken wir nur noch nach vorne. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. Farewell.